Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Das Zeichen des Kain und ist der nächste Teil der Zusammenfassung der tollen Übersetzung, die mir Andreas Hohn gemacht hat von dem Buch Rulers of Evil, Herrscher des Bösen von F. Tabasaucy. Handelt von dem 24. Kapitel und das Buch besteht aus 25, also wir sind so ziemlich zum Schluss angekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals erwartet, dass ich da so viele Reaktionen drauf haben würde und vor allen Dingen auch nicht so viele Klicks, also so viele Videos, die sich das anschauen, weil inzwischen, wir haben heute den 26. November 2016, inzwischen sind die deutschen Videos, die ich habe, öfter angeschaut als meine komplette englische Buchlesung. Das hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Aber umso schöner. Es zeigt ja zumindest, dass die Leute in Deutschland da Interesse dran haben, diese Sachen sich anzuschauen und davon zu lernen. Und ich habe mir jetzt halt das Zeichen des Kain vorgenommen, Kapitel 24, das ich jetzt als nächstes euch vorstellen werde, was da drin ist. Und danach haben wir dann noch eben nur noch das Kapitel 25. Das heißt, glaube ich, die zwei Ministerien. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, das müsste der Name davon sein. Das Zeichen des Kain ist ja auch ganz interessant. Da ist ja letztes Jahr oder so ein Video rausgekommen von Walter Veit, der auch darüber erzählt hat, über das Zeichen des Kain. Und das, was hier drin vorkommt, ist auch nicht viel anders, weil Walter Veit hat auch viel von Herrscher des Bösen übernommen in seiner Sendung über das Zeichen des Kain. Aber das könnt ihr euch dann ja auch mal anschauen. Ich glaube, das gibt es auch in Deutsch von Walter Veit. Nun, Tabasaucy schreibt in seinem Buch oder fängt an hier mit einem Zitat, das zugeschrieben wird an Antichrist Papst Johannes den 23. von 1960 aus dem Buch Vicars of Christ von De La Rosa. Natürlich, wenn man das googelt, wenn man das nachschaut, dann wird gesagt, ja, das ist eine Fälschung. Naja, also ob das eine Fälschung ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ich war da nicht bei, als er das 1960 gebetet hat. Ich bin erst 1966 geboren. Und natürlich ist es oftmals so, dass diese Dinge, wenn solche Dinge rauskommen, dass sie das natürlich bestreiten, dass das gesagt wurde, gemacht wurde, getan wurde, was auch immer. Die römisch-katholische Kirche streitet alles ab, genau wie die Jesuiten. Da gehen wir mal in einer anderen Lesung drauf ein, wenn wir über Secreta Moneta sprechen und sowas, könnt ihr euch mal ja, eine ganze Reihe von Anhören von Sachen, das ist alles geschrieben in dem Buch, ah, das gibt es aber nicht auf Deutsch, Codeword Babylon bei P.D. Stewart. Und da gibt es eine ganze Menge drüber, die Secreta Moneta und sehr interessant und wie die Jesuiten probieren, das abzutun als Lüge, genau wie ihre Konstitution, die sie dann aber vor Gericht bringen mussten und so weiter und so weiter. Aber gut, ich will jetzt nicht weiter abweichen. Also, ich fange jetzt an. Dieses Kapitel 24 mit einem Zitat von Antichrist Papst Johannes der 23., ein Gebet 1960, wo er anscheinend gesagt haben soll, das folgende Zitat: Das Zeichen des Kain ist uns auf die Stirn geprägt. Über die Jahrhunderte lag unser Bruder Abel in dem Blut, das wir verursacht haben, und vergoss Tränen, für die wir verantwortlich waren, indem wir deine Liebe vergaßen. Ende Zitat. Wie gesagt, viele Menschen werden sagen, dass es eine erfundene Geschichte ist. Ich denke, egal ob es nun wahr ist oder nicht, es verschafft einem auf jeden Fall das perfekte Verständnis dafür, wer die Menschen des Kain in dieser Welt sind, wer diejenigen sind, die das Zeichen des Kain tragen. Wir leben in der neuen Weltordnung, genauso wie es die Menschen unter Augustus Cäsar taten. Es handelt sich nicht um etwas Zukünftiges, das man fürchten oder vermeiden müsste. Die neue Weltordnung ist existent in der Gegenwart und sollte erkannt und verstanden werden, und es sollte auf eine Art und Weise mit ihr umgegangen werden, die Gott so gut wie nur möglich gefällig ist. Gott war es schließlich, der diese neue Weltordnung errichtet hat oder zuließ und zulässt, dass sie errichtet wird. Wir können es in der Bibel nachlesen. Im Buch der Offenbarung. In der Tat ist die Bibel die einzige Aufzeichnung, die wir haben, die öffentlich und wahrheitsgemäß das Wesentliche über den Ursprung und die Entwicklung des Ordens über die Zeit hinweg darlegt.
In der Bibel sind die großen, entscheidenden Ereignisse der Entwicklung des menschlichen Lebens niedergeschrieben bis zum ersten Jahrhundert nach Christus. Die Erschaffung der Erde und ihre Fülle, die Schöpfung des Mannes und der Frau, ihre Abkehr von Gott, die erste Empfängnis, die erste Geburt, das erste Opfer, der erste Mord, die ersten Insignien, die erste Stadt, die erste und einzige Sintflut, die überlebende Familie und ihre sonderbare Beziehung zu Gott über die Zeit hinweg. Alle diese bedeutenden Tatsachen sind der Bibel zu entnehmen, mit absolutem Wahrheitsgehalt, die zum Erstaunen vieler ausnahmslos durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt wird. Die Verfasser der Bibel, israelitische Propheten, die durch ihren Gott inspiriert wurden, hatten keine Monopolstellung beim Berichten über die Ereignisse. Nein, Priester anderer heidnischer Nationen berichteten ebenfalls davon. Aber während sie es taten, passten sie diese auf schlaue Art und Weise an die vorherrschenden administrativen Erfordernisse an. Das Ergebnis ihrer Anpassungen ist das, was wir heute Mythologie nennen. Marduk, und das ist derselbe wie Bel, wie Jupiter oder wie Nimrod, hier bei Tapasorsi, er beschreibt ihn als Marduk, trägt die Signatur des Anu, also das Zeichen des Anu, wie ein Polizist seine Marke trägt. Es macht ihn zu einem Gott. Tatsächlich war diese Ikonographie der Machtstruktur der alten babylonischen Nation niemals ohne diese. Auch heute finden wir diese noch auf der Flagge Großbritanniens, von der man sagt, dass sie die Vereinigung vom schottischen Andreaskreuz und dem englischen Sankt Georgskreuz sei. Wir sehen es an gut sichtbarer Stelle in der Dekoration von Regierungsgebäuden, insbesondere Gerichtssälen. Es bildet das Motiv eines Großteils der dekorativen Architektur des US Supreme Court Gebäudes, innen und außen. Auf dem Gehweg, der den Obelisken von Caligula auf der Piazza des Petersplatz umgibt, dort, wo die Menge steht, um päpstliche Edikte und Segen zu empfangen, ist eine gigantische Anu-Signatur eingearbeitet. Es geht hier also um ein Sonnenrad, ein Symbol für die Sonne, was steht für Sonnenanbetung, was heißt, die Ehre der Schöpfung vor dem Schöpfer zu geben. Und ich werde hier wohl ein paar Bilder einblenden im Lauf des Videos, aus dem Buch von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, wo dieses Zeichen des Anu im amerikanischen Verfassungsgericht damit bei sind, wie er hier gerade eben sagt, des US Supreme Court Gebäudes. Die Bilder blende ich gerne mit ein, dass ihr euch das anschauen könnt. Es besteht hier kein Zweifel, ein sehr altes Symbol, das fortwährend die Gegenwart des Herrschertums bezeichnet hat. Könnte es sein, kann es wirklich sein, dass ein Symbol mit solch einer Macht auf einem Mythos basiert? Oder basiert es auf der Tatsache, von der sich der Mythos ableitet? Das Samenkorn der Wahrheit findet sich am Boden aller Lügen. Das ist ein sehr wichtiger Satz, den man sich mal gut hinter die Ohren schreiben sollte. Das Samenkorn der Wahrheit findet sich am Boden aller Lügen. Eine Lüge ist nur deswegen eine Lüge, weil sie die Wahrheit verdreht. Ohne Wahrheit gibt es keine Lüge. Ganz einfach. Der feinfühlige Bibelleser sieht in dem Mythos des Marduk sofort eine missionarische Anpassung der biblischen Erzählung des Kain. Die zwei Protagonisten sind sich erstaunlich ähnlich. Sowohl Kain als auch Marduk waren die erstgeborenen Söhne von Müttern, die nahezu gleiche Namen trugen. Marduk, Sohn von Ea, Kain, Sohn von Eva. Beide Erstgeborenen waren dazu bestimmt, über das Böse zu herrschen, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Marduk wegen seines Heldentums, Kain aufgrund seiner eigenen Bosheit. Damit sie sich effektiv unter den Übeltätern bewegen konnten, wurde beiden von dem Gott des Himmels das schützende Siegel der Immunität gegeben. Da sprach der Herr: Fürwahr, wer Kain totschlägt, zieht sich siebenfache Rache zu.
Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Wie wir nachlesen können im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 4, Vers 15. Im Falle Marduks waren die Übeltäter chaotische Wesen, die Anus Erde ruinierten. Kains Übeltäter waren Personen, die ihn hätten töten können, da er zu einem heimatlosen Eindringling geworden war. Die Bibel beschreibt ausführlich und exakt, weshalb Kain heimatlos wurde. Seine Farm versagte ihm die Ernteerträge, da er den Boden mit dem Blut seines Bruders entweiht hatte. Kain erhob sich gegen den Bruder und erschlug ihn. Aber uns wird nicht mitgeteilt, weshalb. Es könnte neiderfüllte Rache gewesen sein oder auch nicht. Es gibt in der Schrift keinen Hinweis darauf, dass der Kain den Abel hasste. Alles, was wir über die Beziehung der beiden wussten, ist, dass Kain mit seinem Bruder redete und ihn später auf einem Feld ermordete, wie wir in Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 4, Vers 8, nachlesen können. Zitat: Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Auch Details über den Mord erfahren wir nicht, außer, dass er blutig war. Aber das Blut ist ein wichtiger Hinweis auf ein Motiv. Wir wissen, dass Kain zunächst enttäuscht und dann wütend auf Gott war, der die Opfergaben des Abel seinen vorzog, wie wir in Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5, nachlesen können. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er gar nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Abel, der Schäfer, opferte Lämmer aus seiner Herde, wie wir in Genesis 4, Vers 2 lesen können. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ein Ackersmann. Kain, der Ackersmann, der offensichtlich glaubte, dass es beim Opfern darum ginge, die besten seiner Erzeugnisse Gott zu opfern, opferte den besten Teil seiner Ernte. Gott fand das Opfer des Kain beleidigend und das von Abel gefiel ihm sehr, wie wir in Genesis Kapitel 4, Vers 3 bis 5 nachlesen können. Zitat: Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Und Abel, auch er brachte dar von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er gar nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Ende Zitat. An einer anderen Stelle in der Bibel erfahren wir weshalb. Es handelt sich um ein Prinzip, das für viele von uns nur schwer zu verstehen ist. Das Prinzip ist folgendes: Ohne das Vergießen von Blut gibt es auch keinen Erlass von Sünden, wie wir im Buch Hebräer, Kapitel 9, Vers 22 nachlesen können. Zitat: Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ende Zitat. Und meines Erachtens gibt's noch einen weiteren Grund. Kain brachte die Früchte seiner Arbeit, und das ist genau das, was auch die katholische Kirche lehrt: Erlösung durch Werke, durch die Sakramente und so weiter. Abel gefiel Gott, da er Blut vergoss, das Blut von Opfertieren. Die große Lehre der Bibel ist es, dass die Todesstrafe, die der Menschheit durch die Übertretung von Gottes Gesetz durch Kains Eltern zum Erbe wurde, nicht vergessen, ihr solltet nicht von dieser Frucht essen, nur durch den Tod entschuldbar ist, durch den extremen Akt des tödlichen Blutvergießens. Diese Lehre ist der Felsboden des Alten Testaments und der Kernpunkt des Neuen. Im Alten Testament oder im Gesetz und im Buch des Gesetzes und der Propheten, wie das auch so schön in Englisch heißt, im Alten Testament wurde dem Volk Gottes die von Adam ererbte Sünde vergeben, indem sie das Blut von Tieren vergossen, so wie es Abel pflichtgemäß getan hatte. Im Neuen Testament wurde dem Volk Gottes die gleiche Sündhaftigkeit vergeben, indem sie genau das taten, was Kain getan hatte, nämlich Blut von Menschen vergießen. Bis zum heutigen Tag sind laut der Heiligen Schrift all jene als frei von Sünde erachtet, die daran glauben, dass das Blut von Jesus Christus die Macht hat, Sünden zu vergeben. An vielen Stellen in der Bibel kann man es nachprüfen. Ich werde diese hier nicht alle verlesen,
Aber ich werde sie aufzählen, damit ihr diese selber nachlesen könnt. Ihr müsst mir ja nicht glauben, ihr müsst dem Autor nicht glauben, ihr könnt es bitteschön selbst nachlesen. Matthäus Kapitel 26, Vers 28. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28. Römer Kapitel 3, Vers 25 und Kapitel 5, Vers 9. Epheser, erstes Kapitel, Vers 7 und zweites Kapitel, Vers 13. Kolosser, erstes Kapitel, Vers 14. Hebräer, wie wir bereits gelesen hatten, im 9. Kapitel, Vers 12, aber auch im 9. Kapitel, Vers 20, im 10. Vers 19 und im 13. Vers 12. 1. Petrus, erstes Kapitel 2 und 19, also Verse 2 und 19, und im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7 und natürlich auch noch in Offenbarung, und zwar in Kapitel 1, Vers 5, in Kapitel 7, Vers 14 und in Kapitel 12, Vers 11. Als frei von Sünde erachtet, wird ihre Strafe der ewigen Trennung von Gott umgewandelt und ihnen wird ewiges Leben vom Himmel gegeben. Nun, die Heilige Schrift teilt uns nicht mit, dass Gott dem Kain jemals den Zweck des Blutopfers erklärt hätte, wie wir in Genesis 4, Verse 6 bis 7 nachlesen können, aber wir wissen, dass Gott der Größte aller Lehrer ist. Und wir wissen, dass er das Beste für die Menschheit möchte. Daher ist es undenkbar, dass er wollte, dass Kain unwissend hinsichtlich des lebensrettenden Effekts des Blutopfers blieb. Er muss es Kain ebenso gründlich erklärt haben wie Abel. Und wir wissen, dass Kain aufmerksam zugehört haben muss, da er Angst davor hatte, Gott nicht zu gefallen. Aus welchem anderen Grund sollte er ärgerlich und enttäuscht gewesen sein, zu erfahren, dass Gott mit seinem Opfer nicht zufrieden war? Aber Kain war kreativer, als er gehorsam war. Es passt vollständig zu seinem Charakter, dass er entschieden hat, okay, wenn er ein Blutopfer möchte, dann gebe ich ihm das Blutopfer, das er verdient. Ein besseres Opfer als Lämmer. Ich gebe ihm das Blut eines unschuldigen Mannes. Ja, so kann Kain vielleicht gedacht haben, aber Abel war nicht unschuldig, weil alle sind geboren in Sünde und Übertretung und kommen zu kurz an der Herrlichkeit Gottes. Oder tun zu kurz an der Herrlichkeit Gottes, wie in der Bibel geschrieben steht an anderer Stelle. Aber dessen war sich Kain wohl in diesem Augenblick nicht bewusst. Kains Absicht war nur dahingehend böse, dass er es begehrte, dem Befehl Gottes besser nachzukommen, in einer Art und Weise, wie Saulus dem Befehl Gottes, die Amalekiter zu vernichten, bestens nachkam, indem ihr König und ein wertvoller Tierbestand verschont wurde, wie wir im 1. Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 9 lesen können. Zitat: Aber Saul und das Volk verschonten Apak und die besten Schafe und Rinder und das Vieh zweiter Güter und die Lämmer und alles, was gut war, und wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Was aber abschätzig und untüchtig war, das bannten sie. Ende Zitat. Kain kannte die Logik von Gott. Er war schließlich der erste Mensch, der mit der Erkenntnis von Gut und Böse geboren wurde. Und wir wissen durch das, was Jesus zugestoßen ist, dass Gottes Logik das Opfer desjenigen einzigen erfordert, dessen perfekte Unschuld den Tod überwinden konnte. Hätte nicht Kain in seiner Besessenheit Gott zu gefallen das Opfer des Blutes von Abel als äußerste Frömmigkeit angesehen? Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass Abel in den Gedanken des Kain nicht ermordet, sondern eher geopfert wurde, angenagelt für den Namen eben jenes Anu, aufgehängt an einem Kreuz. Würde das nicht erklären, weshalb die Bibel keinen Hinweis darauf enthält, dass Kain irgendeine Strafe erhielt? Würde es nicht auch die hunderte von altertümlichen vorchristlichen Mythen von jungen Schafshirten wie zum Beispiel Tammuz, Bacchus, Attis, Mithras und so weiter erklären, die kaltblütig von verschiedenen Übeltätern erschlagen wurden, um von den Toten aufzuerstehen, deren vergossenes Blut angeblich die Erbsünde versöhnt hat und sie zu ewigem Leben aufstiegen ließ? Die Mythen, die offensichtlich auf der Tatsache von Abels Kreuzigung basierten, deuteten auf ein weltweit erwartetes Ereignis hin, das von den israelitischen Propheten vorhergesagt wurde. Der Tod und die Auferstehung des Messias, wodurch die Sünden der Menschheit vergeben und das unendliche Leben wiederhergestellt würde.
Nun, genauso wie Marduk Schutz vor den Monstern forderte, die er kontrollieren sollte, forderte Kain Schutz vor möglichen Angreifern in seinem Exil. Gott kam Kain gnädig entgegen, indem er ihm ein Zeichen gab, das Kain 7-mal stärker machte als jeden anderen sterblichen Rivalen. Das Zeichen diente als Macht und Insignie der königlichen Herrschaft, die Anu dem Marduk gewährt hatte. Es ermächtigte Kain dazu, über alle Menschen zu herrschen, die voraussichtlich sein schützendes Zeichen herausfordern würden. Menschliche Wesen, die den Namen Gottes nicht fürchteten. Wie wir in Genesis 4, Vers 26 nachlesen können. Zitat: Und auch dem Set ward ein Sohn geboren, den hieß er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ende Zitat. Erst nach der Geburt von Sets Sohn Enosch begannen die Menschen, den Namen des Herrn anzurufen. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte oder verleugnete die Menschheit offensichtlich den heiligen Namen. Hierbei handelte es sich um Kains rechtmäßige Untertanen, menschliche Wesen, die sich mit Kain das Land teilten, die sich von dem Angesicht des Herrn entfernt befanden, wie wir in Genesis Kapitel 4, Vers 16 lesen können. Zitat: Und Kain ging aus von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord, östlich von Eden. Ende Zitat. Nun, bewaffnet mit seinem Zeichen, begann Kain die Herrschaft über das Böse. Die Bibel gibt Auskunft über seine Taten nach seiner Ordination. Er nahm sich eine Frau und zeugte einen Sohn. Dann baute er eine Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Jahrhunderte später verschwand Henoch unter dem Schlamm von Noahs Flut. Es verschwand aus dem Gedächtnis, wurde zu einem Mythos und geriet letztlich in Vergessenheit. Bis in die 1840er Jahre, als Archäologen den Beschreibungen der Bibel über Babylon folgend mit Ausgrabungen im heutigen Irak begannen. Entlang des Flusses Euphrat, nahe Al-Kedre, entdeckten sie zahlreiche Schichten altertümlicher Ansiedlungen. Die tiefste Schicht, unter der sich nichts als Felsgestein befand, hatte sich selbst Uruk genannt. Unuk steht hier im Buch geschrieben, jedoch findet sich nur Uruk, wenn man das sucht. Und ich habe das natürlich dann aufgesucht, also werde ich hier weiter den Namen Uruk gebrauchen für diese älteste Stadt. Uruk wurde mit den ältesten Mauersteinen gebaut, erklärte einer der führenden Archäologen, ein hochgeachteter klassischer Sprachwissenschaftler des Queen's College in Oxford mit Namen Archibald Sayce. Und einen Link über Uruk aus Wikipedia werde ich hier in die Beschreibungsbox des Videos beifügen, dass ihr euch das selbst durchlesen könnt. Nach der Entschlüsselung und Bewertung einer großen Zahl von Tontafeln von diesem Ort veröffentlichte Professor Sayce im Jahre 1887 die Meinung, dass es sich bei Uruk in Wirklichkeit um das biblische Henoch handelt, die von Kain und seinem Sohn erbaute Stadt. In seinen Vorlesungen in Oxford wies Sayce außerdem darauf hin, dass Kains mythologischer Name Marduk war. Ein bedeutender Beitrag zu der Marduk-gleich-Kain-Hypothese. Uruks dominierender Tempel trug den Titel Haus des Anu, womit sich die Wahrscheinlichkeit weiter erhöhte, dass der Mythos des Marduk aus dem Mord an Abel gesponnen ist. Als Herrscher von Uruk war Kain als Sargon bekannt. Oder, wie andere Übersetzer die Schriftzüge übersetzt haben, als Shargani, Surukinu, Sargoni etc. Diese Variationen von Sargon sind Zusammensetzung aus Shar, das König heißt, und Gani, Kino oder Goni, womit Kain bezeichnet wird. Ja? König Kain. Aber Uruk als eine soziale Organisation hatte keine vorausgehende Geschichte. Tja, dieser ärgerliche Umstand brachte H.R. Hall vom Britischen Museum vernünftigerweise dazu zu erklären, dass, Zitat, die fertig bereitstehende Kultur von außerhalb nach Mesopotamien gebracht worden ist. Ende Zitat. Von außerhalb, ja. Moderne Bibelgegner, ja, die gab es schon immer im Altertum und modern, moderne Bibelgegner finden es leichter zu akzeptieren, dass Uruks plötzliche Komplexität aus anderen Galaxien kam, als von etwas, das so einfach ist wie göttliche Intelligenz,
durch den Biss in ein Stück von der verbotenen Frucht zu bekommen. Natürlich erklärt die Bibel den Faktor der Plötzlichkeit mit dem Essen der Frucht des Ungehorsams. Kain hatte außerordentlich Macht, da er von seinen Eltern das Wissen über Gut und Böse geerbt hatte, zu dessen Erhalt ihn der Trickbetrüger ermutigt hatte, um den Preis des ewigen Lebens. Yay, hath God said? Hat Gott wirklich gesagt, wie wir in Genesis 3 nachlesen können? Oder mit den Worten von Mrs. Bristow. Zitat: Kain wurde in einer Atmosphäre der Wunder geboren und aufgezogen. Seine Eltern waren von übernatürlichem Wissen besessen und von dem einiges an ihre Kinder weitergegeben worden sein muss. Ende Zitat. König Kain war kein primitiver Häuptling. Die Cambridge-Geschichtsschreibung lehrt uns Folgendes. Zitat: Er teilte sein Imperium vom persischen Golf bis zum Mittelmeer, von der aufgehenden bis zur untergehenden Sonne, in Distrikte eines jeweils 5 Doppelstunden dauernden Marsches, denen er seine Söhne des Palastes vorsetzte. Durch diese Delegaten seiner Autorität beherrschte er die Massen dieser Länder. Kains Reich war auf Sklaverei gegründet, das unvermeidbare Ergebnis der Vergeltungsmacht eines Mannes, die alle anderen ums Siebenfache übertrifft. Allerdings scheint es so, als hätte Kain seinen Vorteil größtenteils im öffentlichen Interesse ausgeübt. Professor Seis teilt uns mit, dass sein Reich, Zitat, voll von Schulen und Büchereien, von Lehrern und Schülern, von Poeten und Prosaschriftstellern und von literarischen Werken war, die diese verfasst haben. Ende Zitat. Und ich, Jörg, meine, dass man, denke ich, mit Sicherheit sagen kann, dass es sich dabei um frühes Lernen gegen das Lernen handelt. Die Quelle des Gnostizismus mit satanischem Einfluss. Nun, Tapasorsi fährt in seinem Buch fort. Weiterhin wurde das Imperium durch Straßen zusammengehalten, entlang derer es einen regelmäßigen Postdienst gab. Und Siegel aus Ton, die anstelle von Briefmarken verwendet wurden, die sich nun im Louvre befinden und den Namen von Sargon und seinen Söhnen tragen. Es ist wahrscheinlich, dass die erste Sammlung astronomischer Beobachtungen und irdischer Zeichen für eine Bibliothek erstellt wurde, die von Sargon gegründet worden war. Die Insignien der Macht und des Königtums verschwanden mit Kains Tod nicht. Dass Kain die ursprüngliche Stadt mit seinem Sohn aufbaute, deutet darauf hin, dass das Zeichen als ein erblicher Anspruch gedacht war. Der Name des Sohnes deutet darauf hin, dass er die Macht des Zeichens von seinem Vater erhalten hat. Henoch meint auf Hebräisch der Eingeweihte, eingeführt in spezielle Riten, instruiert hinsichtlich der Grundlagen und Prinzipien von etwas. Die Bibel deutet an, dass Henoch und eventuell Kain wiederum andere Stellvertreter und Nachfolger initiierten. 4 Generationen nach Kains Geburt finden wir Henochs Ururenkel Lamek. Das Vorrecht der Rache immer noch ausüben, tatsächlich sogar vermehren, wie wir in Genesis, Kapitel 4, Vers 23 lesen können. Zitat: Und Lamech sprach zu seinen Weibern, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber 77-fach. Ende Zitat. Um die Autorität zum Herrschen zu erhalten, ist es notwendig, einen Eid abzulegen, der den Initianten an einen Kodex von Rechten und Verantwortlichkeiten bindet. Was sagt Gott zum Schwören eines Eides? In Matthäus Kapitel 5, Vers 33 und folgende lesen wir, Zitat, und hier spricht Jesus persönlich, ja? Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten.
Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, nein, nein, was drüber ist, das ist vom Bösen. Ende Zitat. Damit sollte jedem spätestens jetzt klar sein, dass das Schwören eines jeglichen Eides gegen das Wort Gottes verstößt. Jetzt fragt euch doch mal, wie kann dann eine Regierung, die geschworen hat, aus dem Volk, von dem Volk und für das Volk eine gute Regierung zu sein, wie kann dann eine solche Regierung eingeschworen werden? Sie kann's nicht. Und an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und sehen, dass sie nicht dem Volk dienen, sondern sich selbst und ihrem Meister, bei dem es sich um den Feind von Christus handelt, Satan, den Antichristen hier auf Erden, den Papst. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Jede Regierung in dieser Welt wird initiiert durch einen Eid. Jeder Bundeskanzler, jeder Präsident irgendeines Landes muss einen Eid schwören. Jeder König muss einen Eid schwören. Und was sagt die Bibel zum Schwören? Matthäus 5, Verse 23 bis 37. Nun, interessanterweise, fährt der Autor fort, ist unser Wort, also im Englischen Oath, ja, das im Deutschen Eid heißt, mit dem Hebräischen Wfa, WFA, ausgesprochen Oath, verwandt, bei dem es sich um ein Wort handelt, das in Genesis 4, Vers 15 mit Zeichen übersetzt wird. Der Herr gab dem Kain ein Zeichen, im Original Mark, also the Lord set a mark upon Cain, der Herr setzte ein Zeichen auf Kain. Wenn wir das wissen, können wir treffend behaupten, der Herr ließ Kain einen Eid ablegen. Einen Eid, der sichtbar dargestellt wird durch die Insignien, die verschiedene Regierungen zur Schau stellen. Das Zeichen steht demnach für den Bund zwischen Gott und Kain. Es ist nicht die Art von allumfassendem Bund, den Gott mit dem demütig gehorsamen Abraham knüpfte, wie wir in Genesis Kapitel 17, Vers 7 nachlesen können. Zitat: Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen und nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, also dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir. Ende Zitat. Kains Unwille, den Geboten des Jahwe zu gehorchen, also des Gottes zu gehorchen, machte ihn ungeeignet für die Vertraulichkeit mit dem Göttlichen. In Kains eigenen Worten: Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, wie wir in Genesis 4, Vers 14 nachlesen können. Der Bund für dieses Exil war streng auf die Vergeltung Gottes gegenüber demjenigen begrenzt, der Kains Leben bedrohen sollte. In Angelegenheiten der Weisheit, der Zurechtweisung und Anweisung in Rechtschaffenheit war Kain auf sich selbst gestellt. Er war selbstverantwortlich auch dann, wenn er sich entschließen sollte, die Friedlichen anzugreifen. Das Zeichen war ausschließlich ein Bund der Vergeltung. Frühzeitig erkannte Kain, dass er einen großen Vorteil daraus schlagen konnte, Angreifer zu provozieren. Je mehr Feinde, desto spektakulärere Demonstrationen von Vergeltung. Je mehr Vergeltung, desto mehr Gerechtigkeit. Je mehr Gerechtigkeit, desto mehr Macht bekam Kain. Ein mächtigerer Kain konnte mehr exzellente und öffentliche Werke vollbringen. Was ich gerade vorgelesen habe aus dem Buch Herrscher des Bösen, finde ich eine perfekte Beschreibung des Papsttums. Je mehr Feinde, desto spektakulärere Demonstrationen von Vergeltung, je mehr Vergeltung, desto mehr Gerechtigkeit, je mehr Gerechtigkeit, desto mehr Macht bekam Kain oder der Papst. Eine perfekte Beschreibung des Papsttums, des Trägers des Zeichens des Kain, das es sogar mit eigenen Worten gesagt hat. Erinnert euch noch an den Anfang des Kapitels, an das Gebet von Papst Johannes dem 23. Ich wiederhole es hier nochmal gerne.
Das Zeichen des Kain ist uns auf die Stirn geprägt. Über die Jahrhunderte lag unser Bruder Abel in dem Blut, das wir versucht haben, und vergoss Tränen, für die wir verantwortlich waren, indem wir deine Liebe vergaßen. Ende Zitat. Der Antichrist selber erzählt euch mit seinen eigenen Worten, wer er wirklich ist. Es ist Zeit für euch, dass ihr zuhört, zu sehen und zu hören, was tatsächlich passiert. Nach diesem Kapitel 24 muss es einfach klar werden. Sie sagen es uns immer und immer wieder deutlich und nicht irgendwie durch die Blume. Und für diejenigen, die Englisch können, können Sie sich ja mal mein englischsprachiges Video angucken, They Are Laughing At You, wo Donald Trump und Hillary Clinton vor der Wahl zusammen mit Timothy Cardinal Dolan, dem mächtigsten katholischen Kardinal in den Vereinigten Staaten von Amerika, in diesem Wohltätigkeitsdinner von Smith sitzen und sich kaputt lachen über die Leute. Sie lachen euch aus. Das muss langsam mal deutlich sein. Aus diesem Grunde ist es essentiell für das Eigeninteresse des Trägers des Zeichens geworden, das bis heute ein oberstes Prinzip für eine ordentliche Regierung geblieben ist, bösartiges Handeln zu provozieren und zu ermutigen, insbesondere die Form bösartigen Handelns, die sich in Rebellion manifestiert. Kain schüchterte das Böse mit beeindruckender Zuverlässigkeit ein. Sein Glaube daran, dass Gott sich an seinen Feinden rächen würde, machte ihn zu einem höchst zuverlässigen Beschützer des Volkes. Über lange Zeit hinweg konnten rechtschaffende Menschen in der sicheren Gewissheit leben, dass der Träger des Zeichens bei der Verfolgung von Übeltätern von nichts aufgehalten werden könne. Diese Tatsache wird in der Bibel ausgezeichnet erklärt. Im 7. Jahrhundert vor Christus waren die Babylonier, die das Zeichen von Kain trugen, von Gott dazu berufen, die eigensinnigen Israeliten gefangen zu nehmen und ihnen harsche Disziplin beizubringen. Israel konnte nicht verstehen, weshalb Gott einen eitlen, bösartigen babylonischen Gott, König über ihr eigenes auserwähltes Volk stellen sollte. Aber Gott erklärte es ihnen, indem er sagte in Habakuk Kapitel 2, Vers 4, lesen wir, siehe, der Aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ende Zitat. Wie hat es das Zeichen geschafft, über fast 6000 Jahre hinweg lebendig zu bleiben? Der Großkommandeur Albert Pike, den ihr ja wohl von der Freimaurerei kennt, brachte in seinem einflussreichen Werk Morals und Dogma, also Moral und Dogmen, wertvolles Licht in die Angelegenheit. Er erklärt, dass die Freimaurerei seit frühester Zeit der Verwalter und Verwahrungsort der Symbole, Embleme und Allegorien war, die von Henoch errichtet wurden. Der Kommandeur war vorsichtig genug, nicht zu sagen, dass er Kains Sohn Henoch meinte, sondern den anderen Henoch der Bibel, Henoch 2, den guten Henoch, den Henoch, der mit Gott wandelte. Aber wie dem auch sei, sein Versuch, seine Institution von Kain loszusagen, lässt den Kommandeur uneins mit der maurerischen und biblischen Chronologie sein. Denn wenn ein biblischer Henoch die ersten bildlichen Darstellungen errichtete, kann es unmöglich Henoch 2 gewesen sein. Es muss sich um Henoch 1 gehandelt haben. Henoch 1 also der Sohn von Kain und nicht der Sohn von Seth, der Henoch 2 war. Aber ich werde hier nicht auf die detaillierte Berechnung von Tapasorsi eingehen, die er da in dem Buch gemacht hat, über zwei verschiedene Seiten hin. Das muss man sich mal anschauen, wenn man Englisch kann. Schließlich handelt es sich hier um eine Zusammenfassung, die außerdem noch ins Deutsche übersetzt werden muss. Und der Andreas hat hier schon eine ganze Weile dran gearbeitet, um das vernünftig machen zu können. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Aber schaut auf die Seiten 298 und 99 in dem Buch nach. Und dort könnt ihr die Berechnung selbst studieren und euch anschauen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, also in dem gedruckten Buch von Rulers of Evil von Tapasorsi ist es Seite 275 und Seite 276. Ich habe das wohl hier verwechselt mit den Seiten im PDF, die ja nicht die richtigen sind. Ich habe vor einiger Zeit von meinem Bruder Brad Norman in Amerika das Buch Rulers of Evil zugeschickt bekommen und habe das deswegen jetzt hier
vor mir liegen. Obwohl ich damals halt das PDF gelesen habe, jetzt das richtige Buch hier und das ist halt auf den Seiten 275, 276. Aber da könnt ihr das gerne nachschauen und könnt die Berechnung selbst oder diese Berechnung, die hier passiert ist, könnt ihr dann nachsehen, dass das so stimmt. Nun, was wir aus der Erzählung der Bibel über das Zustandekommen von Uruk erfahren, ist nichts anderes als die Basis der weltlichen Rechtsordnung. Dass Gott einen bösartigen Mann, was ist der Papst denn sonst, zur Verwaltung des Rechts bestimmt. Und das macht für mich, Tapper Saucy, und auch für mich, Jörg, absolut Sinn. In unserem kommenden letzten Kapitel, die zwei Ministerien, bitte ich um Nachsicht für ein paar eigene, persönliche Reflexionen, wie ein System, das auf die Anwendung von Bösem ausgelegt ist, so viel Gutes hervorbringen kann, wie es das tut. Das wird sehr interessant, dass wir uns das letzte Kapitel, die zwei Ministerien von Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, antun werden. In Kürze, sobald Andreas mit der Übersetzung fertig ist. Und dann habe ich euch das ganze Buch Herrscher des Bösen auf Deutsch mehr oder weniger erklärt, so gut möglich in diesem Fall. Bis heute war das hier mit dem Video Das Zeichen des Kain, Kapitel 24 von Herrscher des Bösen. Alles bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich ab. Tschüss.